Hey, dann geht es heute mal. Heute will ich mit euch was auspacken, und zwar meine 200 Tüten Notizbücher, die heute gekommen sind. Das schwarze Notizbuch, das wird mein Ideenbuch werden. Wie ihr sehen könnt, sind es ca. 192 Seiten das. Und es ist liniert. Ja, und da werde ich halt meine Ideen reinschreiben. Das heißt, wir kommen den Namen rein, hier oben, ich sehe Ideenbuch dann mein Name. Und danach werde ich halt mehr Ideen da reinschreiben. Ist ja schon verarbeitet. Ich gehe direkt am Locken. Ihr seht auch die Lasche. Kann man einen Stift reintun. Ja, fragen sich heute, warum ich ein Ideenbuch brauche, weil ich habe ja bisher ein Tagebuch nur. Ich wollte es halt trennen. Da steht auch halt dann auch mehr Ideen da drin. Und damit ich halt dann auch über die Jahre, wenn sich auch Ideen ansammeln, werde ich auch dann Ideen da umsetzen. Wenn mir neue Ideen kommen, das schreibe ich dann da rein. Und dann werde ich nach und nach halt umsetzen oder auch nicht umsetzen, je nachdem, wie schwierig die sind. Und was Ideen angeht, dann vielleicht halt, was ich für Geschichten oder für ein Geschäft, für ein Schreibbüro. Mal gucken, was für Ideen es heute geben, weil ich weiß nicht, was für Ideen ich noch im Kopf habe. Auf jeden Fall, wenn Ideen kommen, dann werde ich die reinschreiben. Ja. Das zweite Buch. Das zweite Buch, das ist aus Kork. Schön, oder? Und ja, wie ihr sehen könnt hier. Und das wird auch mein Erfolgsbuch. Da werde ich halt meine Folge reinschreiben. Und auch Erlebnisse. Das ist halt punktiert. Das sind ca. 229 Seiten. Oder 220 Seiten. Wie wir nachgucken. Auf jeden Fall ist sehr verarbeitet. Ist gut griffig. Hier kann man auch einen Stift dran tun. Ja, und da werde ich halt meine Folge reinschreiben. Und da positive Erlebnisse und sowas. Also wahrscheinlich werde ich nur Erfolge reinschreiben. Und das ist mein Erfolgsbuch. Und bin mal gespannt, was ich alles da reinschreiben werde. Also Erfolge sowohl im privaten als auch beruflichen. Ja. Heute ist mein Tag nicht so toll gelaufen, glaube ich mal. Deswegen bin ich auch momentan auch so nicht so gut drauf. Heute zumindest, morgen geht es wieder besser. Ja, und da freue ich mich auf jeden Fall schon halt in die beiden Bücher reinzuschreiben. Mein Tagebuch bleibt erhalten. Über Tagebuch schreibe ich noch Tageserlebnisse rein. Und dann halt in diese beiden Bücher halt in den schwarzen in Ideen rein. Und in den Kork-Buch, da kommen meine Erfolge rein. Ja, und ja, und da, wie gesagt, die Bücher, die haben insgesamt so zusammen ca. so 20 Euro gekostet. Und sie ist aus England gekommen. Ich wollte jetzt nicht so ein Billigbuch, sag ich mal, aus dem Discounter holen oder so, weil es für mich schon mal besonders so, halt so ein Buch, solche Bücher zu haben. Und da habe ich auch sehr Qualität. Und deshalb bin ich hier einfach bestellt. Und sie ist extra aus England gekommen. Ja. Und England gefertigt, wie es aussieht. Und die beiden Bücher verlinke ich euch dann hinterher auch in der Beschreibung, wie ihr auch dann kaufen könnt. Und wenn ihr das über Amazon kauft, dann bekomme ich dafür eine kleine Provision vom Verkaufspreis. Für euch wird das nicht teurer. Und weil ich arbeite auf meinem Kanal, und wäre schon schön, wenn der eine oder andere dann vielleicht von euch da das eine oder andere Buch halt kaufen würde. Oder halt Notizbuch halt so kaufen würde. Damit unterstützt ihr auch meine Arbeit.
ist ja nicht nur so, dass ich halt, halt hier schnell sitze und dann Videodrehs, auch Vorplanung und sowas. Und zum Beispiel meine Tanzvideos, da war ich ja zum Beispiel halt 5 Kilometer zu einer Location, wie zum Beispiel ja von großen Spiegel. Da bin ich, muss ich auch erst in Berg hochfahren und auch ist ein ganz schön, ist nicht gerade, ist nicht gerade um die Ecke, sag ich mal. Und da fahre ich schon so circa eine halbe Stunde hin mit dem Fahrrad. Ja, ich fahre gerne Fahrrad und ich werde im nächsten Jahr wahrscheinlich auch wieder, wenn ich Action-Kamera habe, werde ich dann auch wahrscheinlich wieder so Fahrradvideos drehen. Und jetzt im Winter, da ist ja Fahrradfahren nicht so wirklich toll. Und heute ist Nikolaustag und auf jeden Fall ist er jetzt fast vorbei. Ja, die paar Stunden noch, die hier noch ist, oder eine Stunde, sag ich mal, ist ja circa jetzt nach 23.30 Uhr jetzt. Ist dann sehr spät jetzt. Ja, und falls das Video gefallen hat und auch die Notizbücher auch, dann noch Daumen hoch, was ich da runter. Und nicht vergessen, liken, kommentieren, abonnieren, wie die Screwball in Spider-Man immer sagt. Und dann sag ich mal, bis zum nächsten Mal und bleibt fit, tanzt fit und schreibt fit und seid generell fit in eurem Leben. Verfolgt eure Ziele, das mache ich auch. Ja, dann sage ich bis zum nächsten Mal und dann ciao.